Die legendären Pilzköpfe. Hier bei ihrer Ankunft in den Vereinigten Staaten 1964. Beatlemania nennen die Amerikaner das Phänomen, das ihre Gesellschaft fasziniert. Sex, Drugs and Rock'n'Roll rütteln in den 60er Jahren an den Wertvorstellungen der USA. Der Kalte Krieg dauert zwar an, doch eine ganze Generation hat beschlossen, dass es nun an der Zeit ist für Love, not War. In 1960 strebten die Vereinigten Staaten dem Gipfel wirtschaftlichen Wohlstands und politischer Macht entgegen. Die Demokratische Partei hatte John F. Kennedy, den jungen, gut aussehenden Sohn eines irisch-amerikanischen Multimillionärs, als Präsidentschaftskandidaten nominiert. Die Kennedy-Familie, insbesondere aber Jack und Jackie, bedeuteten für uns die personifizierte Erfüllung des amerikanischen politischen Entwicklungsprozesses. Sie verkörperten das Beste, das dieser Prozess hervorbringen konnte. Sie repräsentierten ein neues Zeitalter voll strahlenden Glanzes. Sie müssen entscheiden, wie dieses Land sich entwickeln soll. Wie groß ist Ihre persönliche Bereitschaft, dabei mitzumachen, dass dieses Land vorankommt? Das ist die Frage, in der Mr. Nixon und ich uns unterscheiden. Kennedy brachte ein mitreißendes, junges Element in die etwas verschlafenen Jahre unter Präsident Eisenhower. Er war eben der Inbegriff von jugendlich-leidenschaftlichem Elan. Die regierenden Republikaner führten ihren Kandidaten, Vizepräsident Richard Nixon, ins Feld. In seiner patriotisch-antikommunistischen Zielstrebigkeit stand er zwar Kennedy um nichts nach, allerdings fehlte ihm ein fernsehgerechtes Image. Die fernsehgerechte Darstellung des Kandidaten wurde plötzlich ungeheuer wichtig. Die Kennedy-Familie steckte Hunderttausende Dollar in die visuelle Vermarktung. Ein voll ausgerüsteter Bus mit Filmreportern begleitete Kennedy auf Schritt und Tritt. Das Filmmaterial wurde später für Werbespots im Fernsehen aufbereitet. Es war das erste Mal, dass diese Techniken wirksam und systematisch eingesetzt wurden. Kennedy prangerte Eisenhowers Führung im Kalten Krieg an. Amerika und der Welt versprach er nach seinem Wahlsieg: Let every nation know. Alle Nationen der Welt, ob sie uns wohlgesonnen sind oder nicht, sollen wissen: Wir werden jeden Preis zahlen, jede Last und Mühe auf uns nehmen, jeden Freund unterstützen und jedem Feind die Stirn bieten, damit die Freiheit Bestand und Erfolg hat. Kennedy vergrößerte den Verteidigungshaushalt. Gigantische Rüstungsaufträge brachten der Militärindustrie nie dagewesene Wirtschaftskraft und Profite. Arbeitsplätze wurden geschaffen. Der Kalte Krieg wurde zum vornehmsten staatlichen Geschäftsunternehmen. Er weckte Bedarf an Technologen, wie ich einer war, und hob eine Reihe von der Regierung geförderter Programme aus der Taufe, mit denen wir entsprechenden sowjetischen Anstrengungen Paroli bieten konnten. Es gab damals äußerst bemerkenswerte Argumente zugunsten der Rüstungsindustrie und ihrer Budgets, die darauf hinausliefen, dass die Russen absolut übermächtig wären. Die meisten von uns waren ziemliche Scharfmacher. Schließlich ging es ja um unser Wohlergehen. Wir arbeiteten für die Verteidigungsindustrie und wir lebten in ihr. Amerika boomte. Der Bundesstaat Kalifornien, in der der größte Teil der US-Luft- und Raumfahrtindustrie angesiedelt war, wurde zur sechstgrößten Wirtschaftsmacht der Welt. Damals drehte sich alles nur um Raketen, Raumfahrzeuge und Satelliten.
Großartiges geschah damals. Und wo? Natürlich in Kalifornien. Einige unserer Freunde und Bekannten zogen um nach Kalifornien. Die Firma Hughes, so hieß es, baue dort eine große Elektronikfabrik und auch Disneyland suche Leute. In Chicago war es 1956/57 schlecht um Arbeit bestellt und so beschlossen wir, hierher zu ziehen. Days of soda and pretzels and beer. Roll out those lazy, hazy, crazy days of summer. You'll wish that summer could always be here. Roll out those lazy, hazy, crazy days of summer. Those days of. Die Nachkriegssiedler in Kalifornien ließen die sterbenden Industriezentren der Ostküste hinter sich. Das Leben in den sonnigen Wohnsiedlungen war preiswert und idyllisch. Wir schauten regelmäßig bei der Wohnungsbaugesellschaft vorbei und sobald der neue Bebauungsplan veröffentlicht wurde, suchten wir uns unser Wunschgrundstück heraus. Der Verkaufsagent hatte uns gesagt, ab Sonntag werden die einzelnen Parzellen freigegeben. Wir erkundigten uns nach der Öffnungszeit und gingen ganz früh in die Kirche. Als um 8 aufgemacht wurde, gehörten wir zu den ersten Bewerbern. Mit $200 Anzahlung wurden wir Hausbesitzer. Wir zahlten $10,999, ein Preis, für den man in Chicago gerade mal einen Schuppen bekommen hätte. Und es war ein hübsches Haus, 5 Zimmer und Bad. Wir haben da noch angebaut, einen Zaun, hinten eine Terrasse und in einen Winkel des rückwärtigen Gartens eine Ecke mit Kakteen und dergleichen, die uns die kalifornische Wüste bis vor die Haustür brachte. Doch an diesem Leben auf der Sonnenseite durften nicht alle Amerikaner teilhaben. Da kam die Frage, ob diese Häuser auch Angehörigen ethnischer Minderheiten, insbesondere Schwarzen, zum Kauf angeboten würden. Man versicherte uns, darüber brauchten wir uns keine Sorgen zu machen. Schwarze könnten hier kein Bauland erwerben. Die amerikanische Verfassung und ihre ersten 10 Zusatzartikel, die Bill of Rights, hatten die trennenden Vorurteile nicht beseitigen können, die einen Keil in die Gesellschaft trieben. Freiheit forderten auch die schwarzen Amerikaner für sich. Kennedy redete über Freiheit vor kommunistischer Einwirkung. Doch die Schwarzen forderten Freiheit gegen Hunger, Furcht und Erniedrigung im eigenen Land. Der Rassismus hatte graduelle Unterschiede. Wer in St. Louis, Missouri lebte, sagte, es könnte schlimmer sein als hier, etwa in Mississippi. In Mississippi hieß es, wir haben Glück, dass man uns noch nicht totgeschlagen hat. Das nannte man Frieden. Und wenn ein Schwarzer aufbegehrte und sich wehrte, bekam er zu hören, bist du wahnsinnig, Nigger? Sogar Schwarze sagten zu ihm, du musst verrückt sein. Es musste doch einfach möglich sein zu sagen, in einer Demokratie darf man sich versammeln, darf man eine Petition vorbringen und der Regierung sagen, was einer Korrektur bedarf. Erst wenn ein Problem angesprochen wird, lässt es sich vielleicht ändern. Das war das Hauptanliegen der Bürgerrechtsbewegung. You better keep your eyes on that prize. Hold on, hold on. In zahlreichen Südstaaten verhinderten Gesetze, dass Schwarze und Weiße ein Verkehrsmittel benutzten, gemeinsam im Restaurant saßen oder gar zur selben Schule gingen. Schwarzen Amerikanern wurde das Recht auf Arbeit und das Wahlrecht vorenthalten. Bürgerrechtsaktivisten gingen bei ihren Demonstrationen gegen solches Unrecht vorsichtig vor, um die Polizei nicht durch den geringsten Anschein von Aggression zu provozieren. Sie wurden trotzdem niedergeknüppelt.
Es war nicht das erste Mal, dass bewaffnete Weiße gegen unbewaffnete Schwarze vorgingen. Doch diesmal waren Fernsehkameras zur Stelle. Die Diskriminierung der Schwarzen schadete der Glaubwürdigkeit der USA als Vorkämpfer der Freiheit im Kalten Krieg. Eindringlich riet Justizminister Robert Kennedy seinem Bruder, für die Sache der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung einzutreten. Angesichts der benötigten Wählerstimmen der weißen Südstaatler tat sich John F. Kennedy allerdings schwer, eindeutig Position zu beziehen. August 1963. Demonstranten der Bürgerrechtsbewegung am Lincoln Memorial in Washington fordern vom Weißen Haus die Abschaffung rassistischer Gesetze und gleiche Chancen für schwarze Amerikaner auf dem Arbeitsmarkt. Eine Viertelmillion Menschen waren gekommen, um einen 34-jährigen Baptistenprediger aus den Südstaaten reden zu hören. Let freedom ring, and if America is to be a great nation. Lasst die Stimme der Freiheit erschallen. Nur sie macht aus Amerika eine große Nation. Darum lasst die Stimme der Freiheit erschallen. Wenn die Stimme der Freiheit erschallt, aus jedem einzelnen Dorf, aus jedem Staat und aus jeder Stadt, dann werden wir dem Tag näher kommen, an dem alle Kinder Gottes, Schwarze und Weiße, Juden und Nichtjuden, Protestanten und Katholiken einander die Hände reichen und einstimmen können in den Text des traditionellen Negro Spirituals: Endlich frei, Dank sei Gott dem Allmächtigen, endlich sind wir frei. Ich habe kein einziges Mal erlebt, dass King vor der Kamera anders über Weiße redete als später, wenn die Kameras abgeschaltet waren. Nie hat er Schimpfworte gebraucht wie Honkies oder Rednecks. Stets war er von Nächstenliebe erfüllt. Ich meine dabei Gespräche, bei denen er und ich alleine beisammen saßen. Ich schimpfte schon mal oder benutzte beleidigende Worte, doch ihn hat dieser Geist der Nächstenliebe nie verlassen. George Wallace, der Gouverneur von Alabama, den die Demokraten stellten, sah in der wachsenden Bürgerrechtsbewegung die Ausgeburt einer kommunistischen Verschwörung. Die kommunistische Partei der USA lässt nichts aus, um aus dem amerikanischen Neger parteipolitisches Kapital zu schlagen. In ihren Bestrebungen bemüht sich die Partei, die legitimen Negerorganisationen zu unterwandern, mit dem Ziel, Vorurteile und Rassenhass zu schüren. Auf diese Weise führt die KP einen Schlag gegen unsere demokratische Regierungsform und versucht, die öffentliche Meinung überall in der Welt gegen die Vereinigten Staaten aufzubringen. Im Namen der nationalen Sicherheit erlaubte Justizminister Robert Kennedy dem FBI, die Telefone Martin Luther Kings und seiner Mitarbeiter abzuhören. J. Edgar Hoover, Chef des FBI, war überzeugt, dass die Bürgerrechtsbewegung von Kommunisten unterwandert sei. Hoover hated King. Hoover is close enough to the South to be in the Southern culture. Hoover hasste King. Hoover stand der Südstaatenmentalität recht nahe, die einer tief verwurzelten religiös-politischen Überzeugung anhängt, dass Gleichheit zwischen Schwarzen und Weißen einfach unmöglich ist. Hoover hatte Agenten mit der Überwachung Kings rund um die Uhr beauftragt. Wir sammelten Gerüchte und Einzelheiten über sein persönliches Umfeld. Doch wir hatten keinerlei Fakten, die bewiesen, dass King Kommunist war. Im Rahmen des Präsidentschaftswahlkampfs 64 stattete John F. Kennedy in Begleitung seiner Frau Jacqueline Dallas einen offiziellen Besuch ab. Er wurde Opfer eines Mordanschlages in der texanischen Stadt. Viele Amerikaner versuchten, Außenseiter für den Mord an ihrem Präsidenten verantwortlich zu machen. Man fürchtete sogar, dieser Anschlag könne den Auftakt für einen kommunistischen Angriff auf die Vereinigten Staaten bilden. Dies ist ein Tag der Trauer für alle Menschen.
Wir haben einen unermesslichen Verlust erlitten. Für mich bedeutet dies eine tiefe persönliche Tragödie. Johnson übernahm das Präsidentenamt noch am selben Tag, am 22. November 1963, während des Rückfluges aus Dallas. Am selben Abend saß ich mit zwei anderen in seinem Schlafzimmer. Ich erfuhr, dass er bereits den Entwurf für sein Konzept von einer großen Gesellschaft im Kopf hatte und er sprach über seine Pläne. Nun, da ich die Macht innehabe, sagte er, gedenke ich auch, sie zu nutzen. Diese Regierung erklärt hier und jetzt der Armut in Amerika den bedingungslosen Krieg. Ich appelliere eindringlich an diesen Kongress und an jeden Amerikaner, mir bei diesem Vorhaben zur Seite zu stehen. In einem der reichsten Länder der Welt lebten immer noch Millionen von Menschen in bitterster Armut, ohne ein menschenwürdiges Zuhause, ohne angemessene Gesundheitsversorgung, ohne Ausbildung. Die Arbeitslosigkeit unter den amerikanischen Schwarzen war 9-mal größer als unter den Weißen. Ein zentrales Thema der großen Gesellschaft Johnsons war die Abschaffung der Rassendiskriminierung. Im Juli 1964 unterzeichnete Johnson das Bürgerrechtsgesetz. Er benutzt fast 100 Stifte für Unterschrift und Datum. Sie werden Everett Dirksen von den Republikanern und Hubert Humphrey von den Demokraten überreicht. Erstaunlich, wie der Präsident es versteht, mit jedem einzelnen Stift das Papier zu berühren. Auch der Führer der Bürgerrechtsbewegung, Martin Luther King, erhält sein Souvenir. Er verspricht es in Ehren zu halten. Attention all bases, attention all bases. This is Iron Hand, this is Iron Hand. This is a SAC alert. Währenddessen ging das gegenseitige militärische Aufrüsten des Kalten Krieges weiter. Die Vereinigten Staaten verharrten in höchster Alarmbereitschaft gegen einen sowjetischen Atomangriff und hielten sich für einen Gegenschlag von unvorstellbaren Ausmaßen bereit. Eine wachsende Minderheit stellte einen derart ungeheuren Rüstungsaufwand in Frage, ebenso dessen Auswirkungen auf das Alltagsleben in den USA. Sie verfügten über Milliarden und Abermilliarden, Billionen Dollar für Investitionen, für Kriegsausrüstung, Geheimniskrämerei, Sondervergünstigungen, Arroganz. Eine unglaubliche Verschwörung des Schweigens erstickte ein Volk, das sich als demokratische Nation bezeichnete. Die Rüstungsindustrie erwies sich als großzügiger Arbeitgeber. Das Pentagon und seine Werbespots priesen den Militärapparat als Verteidiger und Bewahrer des amerikanischen Traums. Der Anbruch des Tages gibt der Lyrik Walt Whitmans neuen Sinn. Alles erwächst aus den Menschen, freien Durchschnittsbürgern, Menschen, wie wir alle sie kennen. Menschen. Menschen. Einfach nur Menschen. Life in this neighborhood was very, very good indeed. Das Leben war angenehm hier in unserem Wohnviertel. Wir hatten gut bezahlte, krisenfeste Jobs, unsere Häuser waren abbezahlt, wir alle gehörten zum weißen Mittelstand. Wir kamen langsam in die reiferen Jahre, unsere Kinder waren in etwa gleichaltrig, alle vom gleichen Schlag. Am Unabhängigkeitstag, dem 4. Juli, bereiteten alle Muttis Kartoffelsalat und dergleichen fürs traditionelle Picknick. Mitten in der Sackgasse vor dem Haus standen die Tische, der Eingang der Straße war gesperrt. Kein Verkehr störte uns. Die Kinder konnten spielen, bunte Luftschlangen schmückten ihre Dreiräder. Ja, das war immer schön, der 4. Juli. Unermüdlich warb Johnson 1964 um Wählerstimmen für die Bestätigung seiner Präsidentschaft und für den Weiterbau seiner großen Gesellschaft. Johnsons republikanischer Gegenspieler war Senator Barry Goldwater aus Arizona. Er hatte gegen das Bürgerrechtsgesetz gestimmt. Goldwater versprach einen harten Kurs gegen die Sowjetunion. Er verunglimpfte Johnsons große Gesellschaft als schleichenden Sozialismus.
Unser Wahlkampfprogramm ist eindeutig. Es lautet: Stoppt die Ausbreitung des Sozialismus bei uns und die des Kommunismus in der Welt. Die Amerikaner erwarteten wohl überzeugendere Argumente. Goldwater erlitt eine klare Niederlage. Auf dem Campus der University of California in Berkeley, Kalifornien, erlebte der Nonkonformismus eine Blütezeit. Das hatte in Berkeley jahrelange Tradition. Flugblätter wurden verteilt, politische Reden gehalten. An Tischen warben unterschiedliche Gruppierungen für ihre politischen Anschauungen. Mitten auf dem Universitätsgelände. Dann kam ein Erlass, der all das beenden sollte. Die Studenten bedienten sich daraufhin einer Taktik aus der Bürgerrechtsbewegung. Sie organisierten Streiks und sogenannte Sit-ins. Bei Auseinandersetzungen mit den Studenten griff die Polizei mit Härte durch. Die Medien und die Öffentlichkeit bekundeten wenig Sympathie für die Studenten. In der Presse war behauptet worden, die Studentenschaft bestünde zu 49% aus Kommunisten. Bald darauf trugen einige von uns Buttons mit der Aufschrift: Ich gehöre zu den 49%. Damit hatte die Auseinandersetzung eine sehr riskante Wende genommen. Ich zum Beispiel hatte eine Heidenangst davor, Kommunistin genannt zu werden. Ich strebte das Lehramt in einer staatlichen Schule an und es hätte das Ende meiner Karriere bedeutet. Ich konnte den Button nicht anstecken, nicht einstimmen in unser Lied. 5000 Studenten, die Lautsprecher röhren, die Menge schaut auf uns, sie will uns hören. Wir wollen was bewegen, der Erlass ist dagegen. Das blieb mir im Halse stecken. Ich wollte auf keinen Fall als Kommunistin verschrien werden. Die amerikanischen Ideale von politischer Freiheit fanden plötzlich auch Anwendung auf den persönlichen Bereich. An dem von der Verfassung garantierten Recht auf Glück schien etwas zu fehlen, wenn nicht auch das Streben nach sexueller Freiheit darin eingeschlossen war. Das freie Unternehmertum sah seine Chance und machte die geschickte Vermarktung sexueller Fantasien zu einem äußerst lukrativen Geschäft. Good evening. My name is Vera. Good evening. And I'm going to be your bunny tonight. Philosophy that I've always Die Philosophie, mit der ich aufgewachsen bin und die ich als Redakteur und Herausgeber stets vertreten habe, war eine freiheitliche, persönliche Freiheit, politische Freiheit, wirtschaftliche Freiheit, mit der Betonung auf persönliche Freiheit. Wir waren uns in der Auffassung, dass unser Geist und unser Körper uns gehören. Jede Beeinträchtigung durch Kirche oder Staat verträgt sich nicht mit der pluralistischen Gesellschaft, zu der Amerika sich bekennt. Es hieß, dass Sex vor der Ehe nicht automatisch etwas Schlechtes sei. Der studentische Gesundheitsdienst stellte jeder Studentin, die es wollte, Antibabypillen zur Verfügung. Und die meisten Frauen machten davon Gebrauch. Wie die Männer fanden auch wir, dass vorehelicher Sex keine Sünde war, für die man in der Hölle schmoren musste. Andererseits gab es aber auch jede Menge Jungs, die nur auf möglichst viele unverbindliche Abenteuer aus waren. Diese lockeren Spielregeln machten es besonders für Frauen schwer. Wieder marschierten Amerikas Männer in den Krieg. Im März 1965 begann Präsident Johnson mit der Entsendung von Marineinfanteristen nach Vietnam. Der Truppenstützpunkt Oakland, Kalifornien, erlebt derzeit Szenen, die an die jüngere Vergangenheit erinnern. Wie damals in Korea oder im Zweiten Weltkrieg zieht eine neue Generation junger Amerikaner aufs Schlachtfeld. Zunächst betrachtete ich Vietnam einfach als ein Land, dem Gefahr drohte. Dort konnten wir der sogenannten kommunistischen Welt beweisen, wie haushoch überlegen wir waren, wissenschaftlich, technisch, wirtschaftlich und so weiter. Eine einmalige Gelegenheit. Kennedys berühmte Worte bei seiner Antrittsrede, fragt nicht, was euer Land für euch tun kann, sondern was ihr für euer Land tun könnt, wurde von meiner Generation, zumindest einem Teil meiner Generation, als Appell verstanden. Wir waren die neuen Römer, die an den Grenzen des neuen Roms den Barbaren entgegentraten. Aus diesem patriotischen Gefühl heraus bin ich zu den Marines gegangen. Und als wir nach Vietnam mussten, empfand ich das als richtig und angemessen. Das gehörte sich so.
This is what we were supposed to do. Silver wings upon their chest. These are men, America's best. Trotz der Ausweitung der Wehrdienstpflicht fand Johnsons Krieg in Vietnam zunächst breite Zustimmung in der Bevölkerung der Vereinigten Staaten. Während zahlreiche junge Amerikaner patriotisch in den Vietnamkrieg zogen, suchten andere Abenteuer und Selbstverwirklichung auf andere Art. Sie lehnten sich gegen den amerikanischen Materialismus auf. Nicht etwa, weil sie Kommunisten waren, nein. Ihre Ideale hießen einfach Liebe, Frieden und Rock'n'Roll. Überall im Lande optierten junge Männer im wehrpflichtigen Alter für eine drastisch veränderte Lebensweise. Es machte eben Spaß, wenn die Leute sagten, schau doch mal, ein Freak. Oder ist das nun ein Junge oder ein Mädchen? Wenn man nicht gerade in eine Umgebung geriet, in der die Leute handgreiflich wurden, machte das riesigen Spaß. Bis heute bin ich der Meinung, dass es Aufgabe der jungen Leute ist, Ältere zu provozieren und zu schockieren. Wir, die wir Soldaten gewesen waren und nun einer anständigen Arbeit nachgingen und Familienverantwortung trugen, waren baff, als wir uns auf einmal einer Generation gegenüber sahen, die dem allem keinen Wert mehr beimaß. Sie trugen Glasperlen und Ohrringe, rauchten Unmengen von Marihuana und redeten eine völlig andere Sprache als wir. Diese jungen Amerikaner wollten nichts mehr von Arbeitsethos und Monogamie wissen. Sie favorisierten stattdessen Spontaneität, Sexualität und psychedelische Drogen. Wir glaubten ans kosmische Bewusstsein, ans Gottsein und an das unmittelbare Verstehen des Seins. Und schon sehr bald wurde ich ziemlich sauer auf den Rest dieser Welt mit ihren ständigen Kriegen und all dem Irrsinn. Die meisten der Blumenkinder waren vollauf damit beschäftigt, ihr eigenes Ding zu machen. Die Polizei, die die autoritäre Vaterrolle spielen musste, zeigte sich dabei oft völlig überfordert. Ich war davon überzeugt, dass eine Revolution unausweichlich sei, nicht unbedingt mit Waffengewalt und Blutvergießen. Vorherzusagen, was genau passieren würde, wäre mir wohl schwer gefallen. Mein Lieblingsspruch lautete damals: Immer mehr der Unseren werden geboren, während mehr und mehr der Anderen wegsterben. Ich war der felsenfesten Überzeugung, wir brauchten es ihnen nur vorzumachen, dann würden die anderen begreifen. Aber ja, so sollte man leben. Lieben ist besser als Krieg führen. Die überwältigende Mehrheit der Amerikaner aber hatte nur Verachtung für die jugendliche Gegenkultur übrig. Hollywood-Star Ronald Reagan, ein Mitglied der Republican Party, bewarb sich um das Amt des Gouverneurs von Kalifornien. Reagan machte sich für einen massiven Militäreinsatz in Vietnam stark, um den Krieg zu gewinnen. Ich war immer der Ansicht, wir sollten alles daran setzen, um zu siegen. Heißt das, dass die Regierung nicht so denkt? Nun, ich glaube auch weiterhin, dass die Militärs recht haben, die stärkere Blockademaßnahmen gegen Nordvietnam befürworten. Eine Blockade der Häfen zum Beispiel, um die Munitionslieferungen zu stoppen. Auch der Versuch, ihnen den Weg nach Süden abzuschneiden, könnte wirksamer sein. Verstärkte Luftangriffe? Doch die Auflehnung gegen diesen Krieg wurde lauter. Es kam zu Protestmärschen und Verbrennungen von Einberufungsbescheiden. Der Krieg, so argumentierten seine Gegner, sei unmoralisch und ungerecht. Wir alle schienen einer allgemeinen Wahnvorstellung verfallen zu sein, die geschürt wurde von Politikern wie Lyndon Johnson und später auch ganz extrem von Richard Nixon. Es war ein Gespinst aus Lügen und Heimlichtuerei, aufrechterhalten von den Medien, die nicht wahrhaben wollten, dass die Mentalität der Vereinigten Staaten derart falsch, verhängnisvoll und verheerend sein könnte.
Ich hatte die Möglichkeit, nach Vietnam zu reisen und mir wenigstens zum Teil eine eigene Vorstellung von den Dingen dort zu machen. Nach weiteren ausführlichen Studien kam ich zu der Überzeugung, dass wir dort absolut nichts zu suchen hätten. Und mit der Zeit würden wir auch allen anderen in unserem Land zu dieser Sicht der Dinge verhelfen. Vor der Meldestelle für Wehrpflichtige in Oakland errichteten Studenten aus dem angrenzenden Berkeley eine Blockade, die die Einberufenen daran hindern sollte, sich zur Wehrerfassung zu melden. Die Armee musste die Wehrpflichtigen in Bussen befördern, geschützt von einem Polizeikordon. Ich erinnere mich noch an das erste Mal, als ich die chemische Keule zu spüren bekam. Das war kein Spaß. Es war eines der üblichen Rituale. Die Reihen der Studenten auf der einen, die der Polizisten auf der anderen Seite, bewegten sich mal vor, mal zurück. Dann zückte ein Polizist die Sprühdose, es zischte vor meinem Gesicht und ich sah nichts mehr. Man ist vorübergehend blind und völlig hilflos. Das hatte ich noch nie erlebt. Natürlich weiß man auch nicht, dass das nur vorübergehend ist und fragt sich dann unwillkürlich, was zum Teufel ist los? Call it peace or call it treason, call it love or call it reason, but I ain't marching anymore. I ain't marching anymore. Die Mehrheit der Amerikaner aber stand noch immer fest hinter Präsident Johnsons Krieg in Vietnam. Für einige waren die Kriegsgegner nichts als Verräter. "99% der Bevölkerung dieses Landes sind überzeugte Amerikaner. Sie wollen nicht, dass man Flaggen verbrennt, feindliche Farben trägt oder die medizinische Versorgung des Feindes verlangt und dergleichen." Nicht wenige fragten sich auch, warum Johnson nicht einfach die übermächtige Feuerkraft der US-Kriegsmaschinerie einsetzte, um den Krieg ein Ende zu bereiten. Doch Johnson scheute das Risiko eines ausufernden Konflikts. Johnson's sole motivation was to try, as we say in Texas, es ging Johnson einzig und allein darum, wie wir Texaner drastisch sagen, seinen Arsch aus diesem Krieg rauszubringen. Er wusste bloß nicht wie. Er konnte nicht einfach den Rückzug seiner Soldaten befehlen. Dann hätten ihn seine rechten Gegner zerrissen. Feigling, Hasenfuß. Eine Schmach für die amerikanische Nation. Er beschmutzt unsere Flagge, kneift den Schwanz ein und rennt davon. Johnsons Krieg zog sich in die Länge. Gegen Ende 1967 kämpfte eine 500.000 amerikanischer Soldaten in Vietnam. Wir veranstalteten eine Antikriegskundgebung und wiesen darauf hin, dass 28% der Soldaten, die an der Front in Vietnam ihr Leben ließen, amerikanische Schwarze waren, denen man im eigenen Land die Gleichberechtigung vorenthielt. Das Motto der Kundgebung war daher: Nieder mit dem Krieg, und Schwarze leisten keinen Militärdienst. Millionen wurden Zeuge, als der Boxweltmeister im Schwergewicht Muhammad Ali den Wehrdienst verweigerte. Seine Loyalität galt, wie er sagte, weniger der US-Flagge als dem Islam. Sie lassen sich nun also von den Black Muslims einspannen. Ich habe nicht Black Muslims gesagt, sondern Muslims. Tut mir leid, also die Moslems haben Sie eingespannt. Nein, die Weißen haben uns eingespannt. Und das schon seit 400 Jahren. Im schwarzen Ghetto von Oakland, Kalifornien, unterzogen sich schwarze Aktivisten einem paramilitärischen Training für einen Bürgerkrieg gegen die von ihnen als rassistisch beschimpfte Polizei. Sie scharten sich unter dem Namen Black Panthers, Schwarze Panther, um ihren Anführer Huey Newton und verliehen ihrem Protest mit der Waffe Ausdruck.
Wir hatten Gewehre und ließen die Polizei wissen, das sind unsere Gleichmacher. Und wir werden, wie Huey Newton sagt, unser verfassungsmäßiges Recht ausüben und euch auf die Finger schauen, ob es euch passt oder nicht. Recht so, Huey, genau so machen wir es. Doch der Polizist kontert, ihr habt kein Recht, mich zu observieren. Darauf Huey, falsch. Der kalifornische oberste Gerichtshof hat entschieden, dass jeder Bürger das Recht hat, einem Polizisten aus angemessenem Abstand bei der Ausübung seines Dienstes zuzuschauen. Als angemessen bezeichneten die Richter einen Abstand von etwa 2 Meter. Ich stehe etwa 5 Meter entfernt. Ich werde euch zuschauen, ob es euch gefällt oder nicht. Nun stellen Sie sich mal 30 bis 40 schwarze Zuschauer vor, die das mitbekommen. Eine Frau sagte, Recht hast du, Bruder, gib's ihm. Das begeisterte, das riss mit. Und ein anderer Schwarzer kratzte sich am Kopf und sinnierte, Mann, was sind das denn für Neger? Amerikas schwarze Ghettos wurden zu Kriegsschauplätzen. Im Sommer 1967 kam es zu schweren Ausschreitungen in Newark und Detroit. Die Polizei von Detroit verlangte einen Verteidigungshaushalt von $9 Millionen zum Ankauf militärischer Ausrüstung. Aber zu viele Amerikaner kamen zu dem Schluss, dass Johnsons große Gesellschaft ein Trugbild sei. Im März 1968, als der Vietnamkrieg ebenso weiter tobte wie die Rassenkrawalle und Krisen im eigenen Land, warf Johnson das Handtuch. Er verkündete, er werde sich nicht erneut um die Präsidentschaft bewerben. Martin Luther King verfolgte weiter seinen Traum. Ich bin heute frohen Mutes. Ich bin unbesorgt, ich fürchte mich nicht. Meine Augen haben den Glorienschein des Herrn gesehen. Am Abend darauf wurde Martin Luther King von den Schüssen eines weißen Attentäters tödlich getroffen. Dem von Maultieren gezogenen Leichenwagen mit dem Sarge Kings folgte auch Robert Kennedy, Trauergast und Wettbewerber im Vorwahlkampf als Präsidentschaftskandidat der Demokraten. Unser Land will eine andere Richtung einschlagen. Wir wollen die Lösung unserer Probleme im eigenen Land und wir wollen Frieden in Vietnam. Robert Kennedy entschied die kalifornischen Vorwahlen für sich. Sein Rivale in den eigenen Reihen der Demokratischen Partei, Eugene McCarthy, wollte ebenfalls Frieden. Übers Fernsehen mussten seine entsetzten Wahlhelfer miterleben, wie erneut ein Kennedy Opfer eines Mordschützen wurde. Gegen Morgen fand ich meine Frau Terry weinend auf der Couch. Sie lag nicht wie erwartet in unserem Bett und ich hatte sie gesucht. Sie saß auf der Couch und weinte. Das Fernsehen zeigte immer wieder die Aufnahmen von dem Mordanschlag. Ich konnte es nicht fassen. Warum müssen die besten Männer immer als Erste sterben? Die guten Männer werden zur Schlachtung geschickt. August 1968. Die Delegierten der Demokraten versammeln sich in Chicago zum Parteikonvent. Sie wollen ihren Kandidaten für die Präsidentschaftswahlen im November. Das alles beherrschende Thema ist der Krieg in Vietnam. Selbstbewusst rechnete Vizepräsident Hubert Humphrey mit seiner Nominierung. Er versprach der Öffentlichkeit die Fortsetzung der Politik Johnsons für die große Gesellschaft und des Krieges in Vietnam. Die
Die Hoffnungen der Kriegsgegner in den Reihen der Demokraten konzentrierten sich nun auf Senator Eugene McCarthy aus Minnesota. Als ich in meine Wahlkampfzentrale im Hotel kam, waren ein paar Beamte des Geheimdienstes zugegen. Ehrliche Leute, die mir sagten, in diesen Zimmern können Sie offen reden, die sind nicht angezapft. Aber Vorsicht am Telefon, Ihre Leitung wird abgehört. Die örtlichen Behörden waren nervös. 100.000 Antikriegsdemonstranten wurden in Chicago erwartet. Wir werden niemand daran hindern, Chicago zu besuchen. Wir werden jedem erlauben, seine Rechte als amerikanischer Bürger auszuüben, Petitionen einzureichen und zu demonstrieren. Doch niemand, gleich wie viele Tausend es sein mögen, wird sich unserer Stadt Chicago, unserer Straßen und unseres Parteikongresses bemächtigen. Die heutigen Politiker und ihre Armeen von Robotern haben uns unsere angestammten Rechte beraubt. Dieses selbstsüchtige Übel wird nicht länger unwidersprochen bleiben. Ihr politischen Schweine, eure Tage sind gezählt. Wir verkörpern die zweite amerikanische Revolution. Wir werden siegen. Die Demonstranten versammelten sich in den Parks der Stadt und formierten sich zum Protestmarsch auf das Kongresszentrum. Bürgermeister Daley jedoch war fest entschlossen, keinerlei Protestkundgebungen zuzulassen und verlangte die Räumung der Parks. Die Protestierer wollten einen zentralen Ausgangspunkt, den Grand Park. Daley hatte ihnen verboten, im Park zu übernachten. Sie widersprachen, wir werden dort übernachten. Das bedeutete Konfrontation. Innerhalb des Kongresszentrums hinderte Daley die Delegierten McCarthys daran, zur Hauptsendezeit eine Fernsehdebatte zum Vietnamkrieg zu veranstalten. Sie sollten sich als Gäste der Demokratischen Partei verhalten, wie es sich geziemt, oder die Galerie wird geräumt. Der Ordnungsdienst wird aufgefordert, die Ruhe wiederherzustellen. Am Tage der endgültigen Nominierung des Präsidentschaftskandidaten der Demokratischen Partei kam es zu heftigen Auseinandersetzungen zwischen Kriegsgegnern und der Polizei. Das war ein unangenehmes Gefühl. 40 oder 50 unter Hunderten von Polizisten skandierten, Schlag Davis tot. Und dann traf mich schon der erste Schlag am Kopf. Ich ging zu Boden. Danach folgten Schläge auf den Rücken, immer und immer wieder. Das war wohl das einzige Mal in meinem Leben, dass ich wirklich glaubte, ich stehe das nicht durch. Während sich der Parteikongress der Demokraten hinter Hubert Humphrey stellte, versuchten Kriegsgegner einen letzten Protestmarsch auf das Kongresszentrum. Doch die Polizei wartete bereits auf die Demonstranten und auch auf jeden anderen, der sich auf der Straße sehen ließ. Die Mehrheit der Bürger Chicagos stand während des Kongresses auf Seiten der Polizei. In einer Meinungsumfrage sprachen sich später 78% der amerikanischen Öffentlichkeit für die Chicagoer Polizei aus. McCarthys Anhänger wurden überstimmt. Vizepräsident Hubert Humphrey wurde Kandidat der Demokraten für die Präsidentschaftswahlen im November 1968. Er wusste, dass ein mit allen Wassern gewaschener Rivale auf Seiten der Republikaner auf ihn wartete. When the strongest nation in the world
Wenn das mächtigste Land der Welt 4 Jahre lang in einen Krieg in Vietnam verwickelt ist, bei dem kein Ende abzusehen ist, wenn das reichste Land der Welt seine eigene Wirtschaft nicht in den Griff bekommt, wenn das Land mit der längsten Tradition von Recht und Ordnung von nie dagewesener Gesetzlosigkeit geplagt wird, wenn ein Land, das seit einem Jahrhundert für Chancengleichheit steht, von nie dagewesenen Rassenkrawallen zerrissen wird und wenn der Präsident der Vereinigten Staaten nicht ins Ausland oder in eine der großen Städte seines eigenen Landes reisen kann, ohne feindselige Demonstrationen befürchten zu müssen, dann ist es an der Zeit für eine neue Führung der Vereinigten Staaten von Amerika. He was saying, I'm tougher, I'm smarter. Seine Botschaft war, ich bin unbeugsamer, ich bin cleverer und ich bin weltgewandter. Meine Gegner sind zerstritten. Sie haben sich von Splittergruppen in der Demokratischen Partei einwickeln lassen und ein paar Übergeschnappte ans Ruder gelassen. Wir aber sind verlässlich. Wir haben eine klare Richtung. Ihr kennt unsere Standpunkte. Ihr könnt uns vertrauen. Und wir lassen uns weder von den Russen noch von den Chinesen herumschubsen. Richard Nixon errang einen hauchdünnen Wahlsieg. Sein Vorsprung betrug weniger als 1% der Wählerstimmen. Der Kalte Krieg und der Krieg in Vietnam gingen weiter.